schon geht's los. Ja, man merkt, wir sind etwas überrascht, denn wir haben noch letzte Absprachen zu tätigen gehabt, denn wir wurden wirklich erst heute früh davon in Kenntnis gesetzt, dass die Republik notleidet. Man bedarf unbedingt unseres Rates und deshalb haben wir uns zusammengefunden zu einer erneuten Folge des Gipfeltreffens, um die relevanten Fragen zu beantworten. Welche sind denn das diese Woche? Liebe Gipfeltreffer, hi, hier ist Colleen Ullmann-Fernandes und ich habe eine ganz dringende Frage an euch. Was um alles in der Welt müsste passieren, damit ihr ins Fitnessstudio geht? Bitte um kurze Antwort. Also, ich war schon mal im Fitnessstudio. Ich war auch schon. Punkt. Ich war schon. Ich bin stiller Teilhaber bei mehreren Ketten. Okay. Weil es ja, ich versuche, Belastungen halt aus dem Weg zu gehen in meiner Freizeit. Und das ist Sport ja, Sport ist ja Unsinn, weil Sport ja, du verrückst ja nicht mal eine Anrichte. Du nimmst ja nur eine Eisenstange, hebst die hoch und stellst sie wieder dahin. Das ist ja überhaupt nicht wertschöpfend. Deswegen helfe ich bei Umzügen, oft auch bei Leuten, die das gar nicht wollen. Wir wohnen doch erst seit 4 Wochen, nee, komm, lass ausräumen, die Scheiße. Aber nennt man das nicht Diebstahl? Bitte was? Wenn man ungefragt beim Umzug hilft? Das ist, der polnische Umzug hieß das. Ja, der polnische Umzug. Ja, genau. Ich glaube, das ist immer noch Unterschlagung. Ja, Unterschlagung. Ja, Unterschlagung. Ja. Also ich muss sagen, ich gehe regelmäßig ins Fitnessstudio, um zu überprüfen, ob Carola auch trainiert. Ja, okay. Muss ich dazu sagen, also sie trainiert schon, aber es war wirklich gelegentlich am Anfang, dass sie die Geräte falsch rum bedient hat, also rückwärts. Und dann nimmt man ja zu. Also das... Man muss das schon wirklich so machen, wie es auf der Apparatur beschrieben ist. Und wenn man das nicht tut, dann kommt es zu Fehlstellungen und so. Und ich sah aus. und da, ja, so ein kontrollierender Blick kann da gelegentlich nicht schaden. Also insofern habe ich Kontakt. Wie ist es bei dir, Johann? Ich war früher öfter. Ich hatte Rücken. Der Arzt sagte, ich müsste wegen Rücken so Sachen machen. Und dann war ich im Studio und habe immer ganz dort so, was einfach keine gesunde Bewegung ist. Und ich habe damit wieder aufgehört, habe ihm das nicht gesagt. Und seitdem geht es mir gut. Aber Geschichte. Aber vielleicht ist ja auch, vielleicht meint sie auch, wenn wir zusammen mal gehen. Also man kann ja auch, man braucht ja auch gar kein Fitnessstudio. Man kann ja auch sich selbst als Gewicht nehmen. Also dass man. Das ist also, die erste Übung, mache ich schon beim Aufstehen tatsächlich. Bring den Klumpen ins Scheißhaus. Das ist ja wirklich wahr. Also ich arbeite ja permanent mit meinem eigenen Gewicht auch. Ja. Das ist interessant. Du meinst ja so, dass man sich selbst zur Last fällt, quasi. Ja, tut man. Wenn man sich selbst als Gewicht nimmt. Nein, ja, oder dass wir uns auch, oder ich könnte mit dir zum Beispiel Flugzeug machen. Ja, dann bräuchten wir gar kein Studio, ja? Ja. Sollen wir Flugzeug machen? Ja, bitte. Mach bitte. Also, ich mach das, ich weiß nicht, ob das geht, oder? Ich mach das ja bei den Kindern so. Ich kann die Sendung zur Not alleine machen. Machen Sie sich keine Gedanken. Ich weiß nicht. Sollen wir es versuchen? Ich bin dafür. Wir nennen es. Also, ja. So wie ich das mit meinen Kindern mache. Ja, ich lege mich auf den Rücken. Ja. Moment, das so. Moment, es gibt 2 Sorten Flugzeug. Ja, wir machen meine Sorte. Okay, cool. So, und Olaf, du gehst jetzt über mich und machst dich ganz steif. Okay. Komm her. Wir machen Flugzeug. Ja? Okay. Und also, bleib locker. Eine Frage, filmt das jemand mit? locker bleiben locker, und dann steif werden. Okay. Also, wie beim das Sex. Brett. Nein, gib mir deine Hände, komm näher ran, komm näher ran. So. Und jetzt gleich und die, nochmal. Ja. Nochmal. Ah. Da fliegt der Olaf und dann landet der Olaf. Ach, schön. Alter. Ja. Du siehst so leicht aus. Scheiße. Ich habe jetzt schon Schiss vor der nächsten Frage. Das ist Premiere. Ich habe mich noch nie während des Gipfeltreffens von diesem Schemel erhoben. Ja.
Aber spielst du nicht so Flugzeug mit deinen Kindern? Also habe ich immer gemacht. Nein, immer so, dass die Arme auskugeln, dass sie so im... Dass man die Schulter das, so... Dass einer liegt auf dem Boden, dann nimmst du ihn links und rechts und dann... Wirbelst du rum und durch die Schwerkraft? Genau. Durch die Fliehkraft, nicht durch die Schwerkraft. Das? Ach, das. Ja. Und das meinten wir. Das können wir auch machen. Ja. Aber das war auch schön. Nee. Schöner Kontakt. Ja. Ja. Ja, ne? So nah waren wir uns selten. Das also, stimmt. Und wenn ich hatte neulich nämlich mit jemandem getrunken und habe beim Anstoßen nicht in die Augen geschaut. Und dann ja. heißt es doch immer, 7 Jahre schlechter Sex. Ja. Also noch mal 7 Jahre. Ich glaube, Jahre. Das war der Anfang. Oder noch mal, ja. Schon wieder 7 Jahre schlechten Sex. Beweis erbracht. Also mir zeigt, die Frage ist richtig und das hat mir gerade gezeigt, wenn ich Sport mache, dann nur unter fachkundiger Anleitung. Also ab jetzt häufiger. Hey ihr Lieben, hier ist die Sonja. Mit einer etwas, schwierigen Frage. Ich sage immer, smart ist das neue sexy. Und wer von euch dreien ist denn der Intelligenteste? Wollte sie wissen, wer von uns der Intelligenteste ist? Oder der Smarteste? Smart ist das neue Sexy. Ist das, so, ist das wahr? Schön wär's. Aber sie hat immer so gemacht, mit den Schultern. Das ist sexy, ne? Ja. Aber es wirkt nicht intelligent. Das ist natürlich ein bisschen gleich zu Beginn eine uncharmante Frage, weil da könnt ihr ja nur verlieren. Sag mal. Nein. Also das ist, da will ich, was soll ich da sagen? Also ja, was ist Intelligenz, kann man ja erstmal fragen. Also ne? Ist es jetzt einfach Anhäufung von Wissen oder ist es das Wissen umsetzen in Lösungen oder... Ist es auch intelligent, wenn man weiß, dass man nicht schlau ist? Also ich weiß, ein Freund hat mir mal eine Frage gestellt und ich wusste, ich konnte es nicht beantworten und da fühlte ich mich ein bisschen dumm. Und das war die Frage, wie ging die noch? Eine Seerose verdoppelt ihr Wachstum jeden Tag. Nach 30 Tagen ist der Seerosenteich komplett zugewachsen. An welchem Tag ist der Seerosenteich zur Hälfte zugewachsen? Am vorletzten. Genau, am 29. Ja. Und da ärgere ich mich heute noch drüber, dass ich da nicht drauf gekommen bin. Ärgere dich lieber, dass er es einfach sofort beantworten konnte. Das ist viel schlimmer. Ja. Das sowieso. Aber wenn man die Frage kennt, weiß man es natürlich. Ja, natürlich, ja. Aber da ärgere ich mich bis heute drüber, dass ich was hast du gesagt? Ja, ich habe sogar, ja, in der Mitte vielleicht. Nein. Ja, das ist... Es wäre schon ein Zeichen von Intelligenz, die Frage gar nicht zu beantworten, letztendlich. Mhm. Aber wir sind ja komplett auf den Leim gegangen. Ja, war das Sophokles, der gesagt hat, je mehr ich weiß, desto mehr weiß ich ja, dass ich nichts weiß? Ich weiß, dass ich nichts weiß. War das nicht Aristoteles? Aristoteles. Aber die sind, glaube ich, beide von früher, ne? Was? Die sind auch schon länger tot, ja. Aber, ja. Ich glaube, ich habe einmal einen Intelligenztest mitgemacht, so, da war ich ziemlich gut. Also das war so geometrische Gebilde, waren da, und die sollte man immer irgendwie erkennen. Da habe ich sofort gesagt, Viereck. Ja. Kreis. Eiskalt. Das war gut. Triangel. Ja. Falsch. Ja. Ich kann die gar nicht, diese Intelligenztests. Man macht die ja sporadisch mal im Internet aus Langeweile, damit da Adress- und Datensammler auch was zu tun haben. Und dann ist halt alles soweit okay. Und da gibt es auch so Bildungsfragen, wo steht der Kölner Dom? Und dann kommst du auf Seite 4, musst dann so Zahlen fortsetzen. 4, 17, 98, P, Bussi-Bärchen, 5. Und jetzt musst du logisch das ja irgendwie abstrahieren. Das kann ich null. Und ich war neulich in einer Sendung, da konnte ein Junge, wenn man so einen Würfel auseinanderfaltet, was meine ich, macht, wozu? Aber wenn man einen Würfel auseinanderfaltet, da gibt er ja so einen mit allen Seiten. Und man sollte dann unten angeben, welcher dieser Würfel zusammengebaut wie aussieht. Und dieser Junge, der sagt B. Der guckt da drauf und sagt B. Und du kannst ja nicht alle auswendig lernen. Das ist klassische Inselbegabung. Du wirst es halt... Vielleicht ist er im Karton groß geworden. Das sind doch manchmal, so wie du ja auch im... Nein, der Junge war so unbedarft. Ja? Der war unbedarft, so ein unbedarfter Schuljunge. Aber du musst dich auch fragen bei Intelligenz, wofür brauchst du das?
Du wirst selten mal in eine Geiselhaft kommen, wo es heißt, wir werden sie freilassen. Voraussetzung? Die Würfelwichse hier. Viel Freude dabei und dann sitzt du da. Sie haben 30 Sekunden Zeit. P, falsch. 4 weitere Wochen, hier ist eine Dose Ravioli. Es ist ja schön, wenn du es kannst, aber es ist ja alles eine Leistungsschau. Wenn du lieb bist zu deinen Kindern und ab und zu spazieren gehst, und dann ist ja schon viel gewonnen so. Also die Herzensgüte, die mentale, wie nennt man das, die emotionale Intelligenz, die gibt es ja auch. Gerade bei Ärzten ist es, glaube ich, oft eine große Diskrepanz. Also ich sollte ja Medizin studieren, habe einen Medizinertest gemacht. Also meine Mutter wollte, dass ich Medizin studiere, weil sie es nicht durfte. Und dann wollte sie den Wunsch in ihrem Sohn erfüllen. Und dann habe ich diesen Medizinertest gemacht und habe ziemlich versagt. Ich wäre trotzdem guter Arzt geworden, also ohne das Wissen, weil ich kann sehr gut, ich habe eine hohe emotionale Intelligenz, ich kann auch sehr gut Schmerzen nachempfinden. Und das stell dir mir gut vor, du als Arzt, wo du da reinkommst, sagst, ja sicher tut das weh wie Sau, ich kann das nachvollziehen, dann bin ich wieder gegangen, weißt du, das ist, nee, das muss brennen wie Hulle. Schönen Nachmittag noch, Herr Schröder. Ich bräuchte schon einen Fachmann neben mir, ne? Ja, könntest du genauso gut. Da bin ich so ein hochemotionaler Tapezierer. Das klebt bestimmt wie Scheiße. So, das ist schon stark. Aber für mich wird Chirurgie auch immer ein Hobby bleiben. Aber wenn man jetzt, wir müssen ja irgendwie die Frage beantworten, was meint ihr, wie könnten wir rausfinden, wer jetzt von uns der Intelligenteste ist? Ich würde sagen, wir machen die Augen zu und jeder zeigt auf den, von dem er meint, er wäre der Intelligenteste. Und dann nehmen wir die Hände wieder weg, ohne dass wir gesehen haben, wer auf wen gezeigt hat. Dann bleiben wir uns für immer verbunden. Intelligentes Prinzip, oder? Das ist nicht das Dümmste, was ich bis jetzt hier gehört habe. Aber ist schon mal unter den Top 10 so. Also, wie ich sagen würde. Oder wir sind einfach, wir können ja auch sagen, wir sind einfach Schwarmintelligenz. Ja, ihr seid so komische Vögel. Also ich glaube schon, dass wir einfach durch auch die Menge an Jahren, die wir angehäuft haben, dass wir schon intelligent sind, uns das aber nicht nützt, weil das, was wir machen, spricht andererseits wieder klar dagegen. Und da, ja, das ist immer so eine Ambivalenz so. Ja, ein Schwanz, der sich ins Gesicht beißt quasi. Richtig. Ja. Belassen wir es dabei, oder? Ja. Würde ich auch sagen. Wir müssen uns ja nicht schlechter machen, als wir sind. Ich soll es auch gehen. Hallo ihr, ich grüße euch aus meiner Höhle, die hat mein 23-jähriger Sohn für mich gebaut, weil ich mich gerade verstecken muss. Und ich habe folgende Frage an euch. Was kann ich tun, wenn ich Stress mit dem Finanzamt habe? Simpel zu beantworten. Stress mit dem Finanzamt? Ja, kein Problem. Du rufst sie an, sagst, ich kenne sie nicht, hören sie auf abzubuchen. Das ist eigentlich alles, alles, was du machen musst. Lassen Sie das, ich möchte mein Abo kündigen. Okay. Und dann wegziehen. Einmal die Woche wegziehen. Ist ein bisschen teurer als Steuern zahlen, aber mach. Okay. Aber das heißt, hast du schon mal Steuern bezahlt? Ich habe schon mal Steuern bezahlt. Also wir haben da auch so ein... Ich spiele mit dem Finanzamt dauernd doppelt oder nichts. Das heißt, das ist wie Roulette oder so. Mal buchen die einmal im Jahr ab. Und dann denken sie sich, na komm, jetzt alle 3 Monate. Und jetzt mal im Voraus. Und dann klingeln die nachts zusammen, gib 5 Euro. Und dann gehen die wieder. Und das ist, aber der Nachteil ist, dass es mich unglaublich nervt. Andererseits gehört mir ein relevantes Teilstück der A2. Und das ist auch ein gutes Gefühl. Ja, ich finde, es gibt schlimmere Ämter als das Finanzamt. Ja, also stell dir vor, dass... Aber nein. Doch, nein. Das schlimmste Amt ist das Gesundheitsamt. Warum? Also das Gesundheitsamt ruft an und sagt, hallo, können Sie mal vorbeikommen? Hier, Ihr Sohn, der Chantal, hat die Pest. So, ja. Oder Rucola oder wie heißt das? Ebola. Mumps und Majoran. Ja. Ja. Das ist in jedem Fall ärgerlicher. Dann sagt man, ach, hätt ich nicht lieber bloß Geld sorgen? Naja, also wenn du die Pest einmal in der Familie hast, also du kriegst das ganz schwer raus, gebügelt. Ja.
Johann, bist du auch Steuerzahlender? Du bist Abgabenpflichtiger? Nö. Tributzollender? Ja, na klar. Und ich mache ja regelmäßig ein Jahr Pause und dann denken die wieder, hä, was? Aber ich habe eine Steuerberaterin, die sagt dann, jetzt hat er wieder ein Jahr keine Einnahmen. Und dann denken die, ja und? Egal, wir wollen trotzdem so viel wie vorher. Aber wieso hast du ein Jahr keine Einnahmen? Wir machen doch seit mittlerweile 4 Jahren, seit 3 Jahren regelmäßig. Das wissen Sie gar nicht. Ach so. Du bist ein Penner. Ja, Entschuldigung. Ja, toll. Nein, das ist für mich hier ja keine Arbeit. Das ist ja. Das ist eine leichte Reisetätigkeit, ohne dass man irgendwie beansprucht wird vom Gehirn. Das geht mir genauso. Ich sitze hier. Weißt du, meine Tätigkeit könnte auch so ein Eimer Sülze übernehmen. Einfach. Da ab und so, schwupp, fertig. Das heißt? Nein, aber ich mache ja regelmäßig ein Dreivierteljahr Pause als Burnout-Prophylaxe. Ah. Ja, und das hilft. Also ich dann. Ja. Das ist richtig gut. Und kriegt man dann vom Finanzamt was zurück? Oder wie? Ja, man kriegt dann was zurück. Man muss halt das glaubwürdig erklären, dass man kurz vom Burnout stand. Und wenn ich dann erzähle, ich hab so ein drückendes Ziehen im ganzen Körper. Ja. Das hört nicht auf. Ich glaube, das hier heute wird dir wirklich helfen bei deinem Finanzamt. Dass wir das Ruder rumreißen ab jetzt. Nein, aber ich weiß jetzt schon, 26 mache ich eine große Pause. Und dann sagt die Steuerberaterin das. Und dann muss ich dann nichts zahlen. Aber das dauert dann, bis die das auch einsehen. Und bis sie das auch glauben und so. Das heißt, je länger du Pause machst, desto mehr bekommst du zurück. Also irgendwann kannst du von deiner Pause leben, sozusagen. Ja, kann ich sehr empfehlen. Das ist wie bei diesen hybriden Pkw, ja, mit diesem Elektromotor, der sich durch die Bremsenergie auflädt. Je mehr man bremst, desto schneller wird man. Genau. Je mehr man bremst, desto weiter kommt man, was auch angenehm absurd ist, stimmt. Aber halt auch nicht schneller. Da bremst du. Du bremst, dann hat der mehr Akku. Aber du bremst ja die ganze Zeit nur. Das heißt, du kommst nur sehr theoretisch nach Kassel, weil du den ganzen Tag mit dem Fuß auf der Bremse stehst. Aber es wäre möglich, wenn du Gas gibst, aber du verbrauchst so viel Strom beim Fahren. Ja, jetzt weiß ich. Dann geht halt immer so vor und zurück. Hast du gerade Fotze gesagt? Fotze? Ich habe vor und zurück gesagt. Ach, vor zurück? Ach so. Gott, ich war wirklich. Was ist das? Wenn man Sachen hören will, ne? Nein. Ja. Ach Leute. Gibt es einen. Ja. Nein, ich glaube, es gibt also nicht den Trick. Es ist wie bei Roulette. In der Summe gewinnt die Bank. Ich glaube, das ist das. Ja. Es ist das Prinzip. Wie hieß es früher? Gib dem Kaiser, was des Kaisers ist. Ja. Quittungen aufbewahren ist der einzige Tipp, den wir geben können. Quittungen aufbewahren. Ich habe jetzt knapp 1 Milliarde Sanifair-Bonds. Und ich werde einen von diesen Raststätten komplett übernehmen. Die werde ich einlösen, bis ich mehr als Aktionär bin. Und dann brenne ich das Ding nieder. Da freue ich mich jetzt schon drauf. Aber lohnt sich das wirklich mit diesen Quittungen? Man kontrolliert ja auch nicht, was man zurückkriegt. Man muss ja seinem Steuerberater vertrauen. Ich glaube, das ist der Fehler. Davon leben die, ne? Es könnte nämlich sein, dass wir gar keine Steuern bezahlen müssen. Unser Steuerberater uns aber seit Jahr und Tag erzählt, nee, es gibt schon eine Hutsteuer. Also, sehen Sie mal zu. Ja, ich glaube, Quittung ist dieses ein abschließender Vorgang. Jetzt sind wir quitt. Wir sind quitt. Hallo, ihr drei Schnecken. Hier ist Tané und ich würde total gerne was von euch wissen. Und zwar bin ich ja ein riesen Reality-TV-Fan und mir fehlt aber so ein bisschen die Abwechslung. Weißt du, so Temptation Island, Love Island, alles schon durch, jede Insel wurde bespielt. Deswegen die Frage, welche Reality-Show würdet ihr erfinden? Wie hat sie uns genannt? Schnecken? Ja. Schnecken. Schnecken.
Ja. So ein Mensch, ich würde so ein Menschenjagd-Ding machen in Gut. Ja, kann ich das jetzt mal zu Ende erzählen? Das war's. Ich würde ein Menschenjagd-Ding machen. Ja. Ein richtig gutes Menschenjagd-Ding. Ansonsten würde ich so eine Art Big Brother machen, nur dass du einfach zu Hause bleibst und keiner filmt dich. So einfach. Minimaler Aufwand und dann passiert auch nichts. Ich bin ein Star, ich bleib zu Hause. Ja. Ich möchte eigentlich, ich bin ein Star, holt mich hier raus sehen, aber mit normalen Menschen, die nicht aus dem Showbiz sind. Das würde ich am liebsten sehen, wo du gar keine Bezugspunkte mehr hast, wo du nicht weißt, Else Krokuschinski, was macht die? Die hat einen Kiosk in Ports und die soll sich dann reiben mit so anderen Leuten. Das fände ich wirklich, ich finde richtige Menschen, nicht richtige Menschen, aber ich finde. Ja, also die, also das ist, was ich meine. Die, noch so, das, die zumindest noch so aussehen. Das sind ja, ja, aber die wir sehen, sind ja fast keine richtigen Menschen mehr, weil du schon ein festes Bild über die hast. Die kommen rein, du kannst ja eigentlich an nichts, du kannst als Mann ja an keinem Reality-Format mehr teilnehmen, ohne im Nacken tätowiert zu sein. Das ist ja nicht mehr möglich. Du findest diese Leute ja gar nicht mehr. Die haben alle einen Muskeltonus wie ein Braunbär, ausrasierten Nacken, sind überall tätowiert, sonst kriegst du da kein Bein an die Erde. Und die sind alle aufgeladen schon. Ich möchte jemanden, wo ich gar nicht weiß, wer das ist. Und der soll dann mal nach und nach erzählen. Das finde ich noch interessant. Das in einer völlig unwirtlichen Gegend ohne Essen. Warum denn nicht? Aber so Prominente in Extremsituationen finde ich immer nicht so interessant. Das würde ich gerne sehen. Und dann würde ich gerne so ein Escape Room wider Willen. Das würde ich auch sehen. Ich würde Leute einfach Leute in einer Kanalisation einschließen. Ja, aber da zeigt sich, aus welchem Holz du geschnitzt bist. Du musst Kanalisation nicht, weil das wirklich gefährlich ist wegen der ganzen Faulgase. Aber also, keine Ahnung. Ja. Ich finde, ich würde so eine Show machen, du kriegst morgens um 3 einen Anruf. Und dann heißt es, pass auf, du kriegst 5000 Euro, aber du musst jetzt gleich nackt einen Tandemsprung machen über dem Taunus. Und du kannst dich jetzt entscheiden, 5, 4, 3, 2, ja oder nein. Und dann mach. Das ist schön. Hopp oder top. Und dann stellst du fest, wenn du dann in diesem Hubschrauber bist, dass es nicht darum geht, dass du mit jemand anders springst, sondern mit so einem Tandem. Und dann sind 5000 Euro ein bisschen wenig. Da genau auf die Fragestellung achten. Da ist immer eine kleine Falle drin morgens. Das wäre super. Ja, das hätte eine schöne Fallhöhe. Ja, das in der Tat. Das fände ich total super. Bist du ein Freund des realistischen Televisionären? Ich habe das ein bisschen verfolgt, aber das. Also ich denke immer, es gibt so viele Formate, wie heißt das, Naked Attraction, irgendwas mit Island. Ich würde es eigentlich zusammenfassen in einem Format, dass man sagt, ich bin ein Star, ich bin nackt, ich bin auf einer einsamen Insel, ich esse Ziegenanus und muss am Ende noch einen Partner finden. Ja, und Guido Maria Kretschmer kommentiert alles. Nee, würde ich nie machen, esse ich nicht. Hässlicher Penis. Dass man alles in einem hat, in einem Format. Okay. Ja. Also mit Bachelorette und dem ganzen Quatsch. Ich bin ein Star, ich bin nackt, ich bin auf einer einsamen Insel und ich bin noch und hier Versus gegen Wild, oder wie das heißt. Wo die da abgeworfen werden. Also man wird nackt abgeworfen. Ja. Ja. Mit einem Tandem. Ja. Ich finde, auf einer einsamen Insel. Andersrum. Auf einem Trampolin. Andersrum. Ich finde, so Ureinwohner aus dem Amazonasgebiet, die sollten einfach tagsüber in Bottrop abgesetzt werden. Zusehen. Weißt du, was ich meine? Ja. Es kann ja nicht sein, dass wir immer in der Wildnis landen mit unseren Cargohosen, sondern dass wirklich auch mal die Yanomami, die Tellerlippenkrieger vom Amazonas, in Gelsenkirchen-Buhe zusehen, wie sie jetzt von Backwerk irgendwas zu schnabulieren kriegen mit ihrem Speer. Das würde ich mir gerne mal ansehen. Das ist schön. Wenn die erste Straßenbahn erlegt wurde von so einer Gruppe. Da bin ich dabei. Da, sofort. Guck ich. Ich finde, das ist es. Das oder? Ist es. Das ist es. Genau. Den im wahrsten Sinne des Wortes den Spieß mal rumdrehen. Ja, das würde ich gerne. Das würde ich gerne sehen. Alles von Backwerk ergibt einen Kackberg. Ja. Ja. Das war der Einschub, der noch gefehlt hat. Ich kenne hier, wer hier beim MDR, ich könnte mir vorstellen, dass wir da heute vielleicht noch was zu Papier bringen. Mhm. Und dann nächste Woche geht's los. Ja, bin ich dabei. Bin ich dabei. Hallo ihr drei, ich habe folgende Frage an euch. Wenn ihr ein Instrument sein könntet, welches sollte das sein? Und wer sollte am allerliebsten darauf spielen?
Das ist so eine Glatteisfrage. Weißt du, nach sechs Fragen, das ist so, wie sagt man, suberotisch konnotiert. Ja? Man möchte, glaube ich, dass wir sagen, ja, ich möchte eine Trompete sein und möchte, dass Ulrich Wicker mich bläst. Ne? So irgendwie sowas. Bei mir ist die Antwort simpel. Ich Arschgeige, Finanzamt Recklinghausen. So, das sind die beiden Antworten. Fertig. Viel Spaß, Waschstock vor die Hände. So. Wenn man gern ein Musikinstrument wäre, was ist das für eine abstrahierende Frage? Wo ist denn die körperliche Belastung am wenigsten als Instrument? Also zum Beispiel bei Akkordeon, da hast du das Gefühl, dass sie fiesch an dir ziehen. Ja. Blockflöte stelle ich mir einigermaßen lustig vor, da will ich dir nichts vormachen. Ansonsten, man pfeift halt aus dem letzten Loch, wie immer. Aber ansonsten, Zupfinstrumente ist am wenigsten übergriffig, oder? Banjo. Sagt ihr das hier Banjo? Banjo? Bungee Jumping? Banjo. Banjo Jumping, das wäre auch so eine Frage für meine Nachtshow. Ja? Wie sieht's aus, Mann, mit dem Banjo Jumping? Hubschrauber, der ist tot. Wieder, das wäre, oder 5000 Euro. Ich muss das unbedingt ausarbeiten. Ja? Wärst du in deinem zweiten Leben gerne ein Instrument, um den Faden aufzugreifen? Weißt du, wo du nachts auch anrufst in der Show und dann heißt es, würden Sie für 5000 Euro an die Varan-Ausgabe gehen? Weißt du, und keiner checks, kommst hin, Riesenechse, tot. Ich würd's machen. Mach mal weiter. Wärst du in deinem zweiten Leben... Lass Thorsten doch mal ausreden. Naja, mein Gott, was will sie denn? Sie will, dass wir uns irgendwas in den Mund stecken, dass wir uns... Was... Nein! Ja, ich weiß doch, ja, oder wer hat sich die Frage ausgedacht? Bettina Lamprecht selber? Welche Instrumente sind... Ich meine, ich denke erst mal an Dudelsack. Der ist nicht so weit, der ist weit weg vom Körper, aber man muss Fisch blasen. Aber was ist am meisten drin im Mund? Maultrommel vielleicht? Gibt es nicht eine Maultrommel? Die ist richtig tief drin, oder? Es geht nicht um tief drin. Niemand hat gesagt, es muss tief drin sein. Ja. Ich möchte lange tief drin sein. Schluck eine Tuba runter, es muss nicht tief drin sein. Aber er darf sich das doch wünschen, da hat er recht. Ja, aber er nährt sich von dem falschen Winkel. Wie tief kann ich es mir in den Körper stecken, war gar nicht die Frage. Sondern welches Instrument und wer soll darauf spielen? Ich bin im Brutkasten aufgewachsen. Ja, ne? Ich weiß das doch. Ich möchte lange und tief drin sein. Ja, okay. In der Wärme, ja. Das liegt an meiner Kindheit. Was kann ich dafür? Aber ich kann... Was guckst du so? Ja, ich bin gerade... Das setzt ja Assoziationen frei, natürlich. Das ist nicht... Ja. Blasinstrumente gibt es ja, die mit dem äußeren Ansatz, also Trompete zum Beispiel, hat bloß den äußeren Ansatz. Klarinette wird richtig eingeführt oder Schafott ist ja auch ein Blasinstrument. Du wärst gerne ein Schafott, gespielt von Lars Klingbeil. Fagott heißt das. Fagott. Fagott. Fagottet. Mhm. Fagels Gott. Fagott. Ich nehme auch noch einen. Fagott, oh Gott, oh Gott. Ja. Es ist, glaube ich, jetzt vergebene Liebesmühe, unsere kostbare Sendezeit zu verschwenden mit diesem doch etwas beiläufigen Thema. Deshalb würde ich sagen, wir schneiden vorne etwas raus, da können wir das hier hinten wegnehmen und machen jetzt einfach Schluss. Vielen Dank, Johann König und Thorsten Sträter. Das war das Gipfeltreffen. Wir würden uns freuen, Sie nächste Woche wieder bei uns hier zu begrüßen. Dankeschön.